Hallo, hier ist Florian. Heute vergleichen wir OnShape und SolidEdge. Zuerst der Performance-Vergleich beim Öffnen. SolidEdge liegt etwa bei 6 Sekunden. Mit 7 Sekunden ist OnShape etwa gleich. Und jetzt ein simpler Animationsvergleich der Zahnräder. Für die Animation wird im SolidEdge ein Motor benötigt. Im Dialog Motor simulieren kann das Ganze animiert werden. Die Abspielgeschwindigkeit der Animation kann umgestellt werden. Im Großen und Ganzen etwas ruckig, aber funktioniert eigentlich sehr gut. Bei OnShape kann direkt auf der Baugruppenbeziehung animiert werden. Das Menü ist schlicht und einfach gehalten, mit einigen Einstellungen und der Wiedergabetaste kann animiert werden. OnShape punktet hier mit der sehr flüssigen Bewegung bei der Animation. Jetzt folgt ein kleiner Konstruktionsvergleich beim Erstellen eines Gussgehäuses. Das Ganze ist um Faktor 8 beschleunigt, damit es etwas schneller geht. Die ganze Konstruktion dauerte etwa 56 Minuten. Wenn man aus der Baugruppe heraus konstruiert, kann man bei SolidEdge sehr einfach schnell die Baugruppe ein- oder ausblenden.
Es ist schön ersichtlich, dass SolidEdge Extrusionen nur mit schön geschlossenen Skizzen erzeugen kann. Jetzt werden 3 mm Bearbeitungszugabe gemacht. Auf Formschrägen verzichte ich jetzt mal. Für die Bearbeitung erstelle ich eine neue Datei, in welchem das Gussmodell verknüpft ist. Weiter verknüpfe ich den Bearbeitungsdurchmesser mit dem Lagerdurchmesser. Solche Interpart-Verknüpfungen bergen aber auch gewisse Performance-Risiken. Das Gussteil färbe ich meist noch ein, dann kann man die Bearbeitung besser sehen. Bei der Aktualisierung der Verknüpfung, besonders bei der Farbe, hat SolidEdge Mühe. Deshalb erzeuge ich jetzt eine neue Datei, in welcher die Farbe dabei ist. Die Bearbeitung hat hier noch dieselbe Farbe wie das Teil. Das kommt daher, dass ich vorhin den Körper eingefärbt habe und nicht jede Fläche einzeln. Dieses Mal funktioniert jetzt die Aktualisierung. Und die Bearbeitungsflächen sind blau. Dasselbe Spiel bei Onshape mit 8-facher Beschleunigung. Hier hat die ganze Konstruktion 22 Minuten gedauert. Auch bei Onshape kann man aus der Baugruppe heraus konstruieren. We'll be right back.
Onshape bietet den Vorteil, dass man auch Konstruktionen mit offenen Skizzen austragen kann. Dadurch ergeben sich weniger Skizzen und man ist etwas schneller. Das Gehäuse ist gleich aufgebaut wie das in SolidEdge. Die Bearbeitung in einer anderen Farbe als der Guss ist in Onshape aber nicht möglich. Dasselbe Resultat wie in SolidEdge kann in Onshape hier nur durch zwei Bohrungen erreicht werden. Baugruppenbeziehungen in Onshape sind sehr einfach anzuwenden und machen einen guten Eindruck. Zum Schluss noch die Zeichnungserstellung. SolidEdge ist ein sehr gutes Tool, um Zeichnungen zu erstellen. Maße können sogar in Gruppen verschoben werden. Einen brauchbaren Zeichnungskopf muss man aber selbst erstellen. Für mich sehr wichtig, beim Schieben einer Zeichnungsansicht müssen sich alle Maße und Beschriftungen mit verschieben. Auch die Oberflächenangaben und Form- und Lagetoleranzen sollen sich beim Verschieben, egal ob auf Maß oder Ansicht, mitbewegen. Alle diese Kriterien erfüllt SolidEdge mit Bravour. Vielverwendete Symbole können auch als Blöcke erstellt werden und mehrfach eingefügt und skaliert werden. Die Einfachheit, mit welchem man den Kopf bzw. Optionen zum Rahmen einstellen kann, ist bei Onshape doch bereits interessant.
Bei Onshape kann man die Eigenschaften für mehrere Ansichten gleichzeitig ändern. Die Skalierungsoptionen sind sehr übersichtlich und einfach gestaltet. Bei der Platzierung der Durchmesserskalierung hat man einige Einschränkungen. Zusätzliche Maßangaben können per Klick sehr einfach und schnell hinzugefügt werden. Maße können leider nicht als Gruppe verschoben werden und müssen einzeln wieder zueinander ausgerichtet werden. Es gibt keine Optionen, um hinter den Maßzahlen einen weißen Hintergrund zu machen, damit die Linien weiß überdeckt werden. Die Mittelkreuze können nicht verlängert werden und müssen deshalb als einzelne Mittellinien gemacht werden. Ausbrüche müssen mittels eines Workarounds erzeugt werden. Einfach zu bearbeiten, Form- und Lagetoleranzen. Linienlängen können leider nicht angepasst werden. Auf Maßlinien kann keine Form- und Lagetoleranzen gesetzt werden. Oberflächenangaben kennt Onshape noch nicht. Beim Verschieben kommt längst nicht alles mit, was mitkommen sollte. Schweißsymbole sind in Onshape auch noch unbekannt. Linienarten können nicht geändert werden.